So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir den Tainted Judas freigeschaltet. Und ich würde fast sagen, wir schalten erstmal weitere Tainted Charaktere frei, bevor wir sie nutzen. Weil sonst springe ich immer so hin und her, ne? Und ich meine, sieht cool aus, was da alles so kommt. Sieht alles cool aus. Aber ich würde sagen, wir spielen erstmal ein paar Charaktere frei von recht einfachen Charakteren. Ich denke, wir nehmen jetzt mal Isaac. Den Tainted Isaac müssen wir auf jeden Fall auch noch freischalten. Da fehlt uns sowieso noch ganz viel, wenn ich mir das so angucke. Eieieiei. Rein da. Rein da einfach. Einfach rein da. Und ich habe gemerkt, dass ich dumm bin. Ich habe den letzten... Ja, moin. Ich habe den letzten One mit Judas... Habe ich einfach auf, hier weißt du schon, gespielt. Auf Hard. Wollte ich gar nicht. Das erklärt auch die vielen Champion-Gegner. Das erklärt auch einige nervige Räume. Ich habe das nicht gemerkt. Ihr wahrscheinlich schon. Ja. Man kennt's. Man kennt's. Nee! So, dafür müssen wir jetzt bei Isaac natürlich wieder gucken, dass wir das Biest besiegen. Deswegen war mir das bei Judas auch eigentlich nicht wichtig. Jetzt rückwirkend betrachtet, wäre es natürlich schon cool gewesen. Wäre es natürlich schon cool gewesen. Wow, wow, wow. Ach, komm schon. Wäre es natürlich schon cool gewesen. Mist, ich wollte ihn bei der Dings explodieren lassen. Schade. Wäre es natürlich schon cool gewesen, das Biest auf Hard zu besiegen, aber ich bin ja gar nicht davon ausgegangen, dass wir auf Hard spielen, deswegen. Ja. Lief nicht so. Ach komm! Lief nicht so günstig. Muss man dazu leider sagen. Lief nicht so günstig. So. Oh nee, das ist jetzt wieder so ein Boss, der 3 Jahre dauert. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Schon wieder Burning Basement, geh weg. Ich will nicht im Burning Basement starten. Holy shit. Raum, der auch so nervig ist. So kein Bock auf diese Räume, ne? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, mein Gott. Wenn jetzt kein gutes Item kommt... Dann ciao. Ja, er zeigt die Itemräume an. Ja, okay. Den nehme ich mir mit. Ja, und ich weiß, ich hätte gerade rerollen können, aber ich habe halt eh schon das HP down gehabt, deswegen habe ich es gelassen. Ne? Das war der Gedanke dahinter. Ich habe halt eh das HP down gehabt, also habe ich es gelassen. Müsst ihr verstehen. Da ist auch wieder dieses Birthright. Aber diesmal werde ich es mir nicht holen können, weil wir das Geld nicht zusammenbekommen. Aber, also Birthright scheint es recht oft im Shop zu geben. Ich habe jetzt bisher übrigens noch nicht nachgeschaut, was jetzt bei Judas eigentlich Birthright gemacht hat.
Das, was ich zuerst dachte, war ja nicht der Fall. Es lag ja an dem anderen Item, das mich einfach gerollt hat, deswegen war alles plötzlich anders. Ich dachte, das liegt an Birthright, aber das war es nicht. Also, ihr habt wahrscheinlich im letzten Part, habt ihr so oft mir gesagt, was ich für Stusse laber und naja. Ach, komm. Aber ja, wir sind im Burning Basement, was erwarte ich eigentlich von dem Boss, ne? Ach. Ich mag es halt nicht, wenn die ersten Bosse so ewig und 3 Jahre dauern. Und das sind so Bosse, die man einfach, wo man einfach müde wird auszuweichen. Ja, man... Das sind so Bosse, die überhaupt keinen Spaß machen, weil sie einfach... Weil sie einfach dumm sind. Vor allem, weil sie halt nicht schwer sind, sondern einfach dumm. Was dann jetzt bald mal. Natürlich trifft er mich nochmal, der Blöde. Doch. Mach dich weg. Immerhin ein HP ab. Immerhin ein HP ab. Ist okay. Naja. Ist okay. Weiter. Wir haben leider noch keinen Schlüssel. Für den nächsten Itemraum. Ach, Gott sei Dank kein Burning Basement mehr. Aber wir haben auch leider noch keine blauen Herzen, um uns jetzt vor Schutz, vor Treffern zu schützen. Da haben wir zumindest schon mal unseren Schlüssel. Du, mein Freund, nicht. Lass mich in Ruhe. Jetzt geh halt. Komm, wieder ein HP down. Nee. Ich lerne halt auch nicht. Ich werde immer Pillen einsetzen. Da könnt ihr mir. Also. Ich werde immer Pillen einsetzen. Ich weiß, es ist ein Risiko. Aber ich werde immer Pillen einsetzen. Das ist was, wo ich einfach. Es gibt weniger schlechte Pillen als gute Pillen. Und insofern. Setze ich es halt ein. Damit müsst ihr leben. So. Es wird nicht besser. Ach, Scheiße. Coins. Sonst habe ich alles umsonst rerollt und eingesetzt. Ich will das Geld nicht umsonst eingesetzt haben. Ich will jetzt nicht getroffen werden, aber das ist jetzt ein Raum, wo ich das Gefühl habe, ich werde getroffen. Oh Junge. Okay, einer ist weg. Okay, jetzt werde ich nicht mehr getroffen. Von einem werde ich nicht mehr getroffen. Da ist dann doch das Ausweichen noch. Ach. Coins. Yes. Gnädiges Spiel ist gnädig. Coins. Coins. Mit 5 Coins sollte ich noch einen Reroll bekommen. Jupp. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Sehr schön. Weil das ist ein Item, ne? Das bedeutet auch die Möglichkeit auf blaue Herzen, weil ja in den Geheimräumen oft dann blaue Herzen drin liegen und so Zeug. Also das ist schon ein sehr gutes Item. Ein gutes Support-Item, würde ich jetzt mal sagen, ne? Kein gutes Kampf-Item, aber ein gutes Support-Item. Vor allem, es zeigt ja nicht nur die Räume an, es öffnet sie ja. Das ist ja das Wichtige.
dass die Räume geöffnet werden. Anders als dieser Helm, den ich gerade eben gesehen habe. Der zeigt ja nur an, die Räume. Oh. Okay. Okay, wir müssen einfach versuchen, ohne Treffer den Boss zu spielen. Java war Verdopplungskram, ne? Nützt mir dann jetzt nichts. Okay. Das ist ein Boss, der sollte ohne Hit funktionieren, aber wie ich mich kenne, springt er mir einfach gleich ins Gesicht. Was sehr ärgerlich wäre. Ich meine, ganz ehrlich, wieso schaffe ich es nicht, einfach mal 5 Minuten lang auszuweichen? Ey, ich meine, jetzt bin ich wieder demotiviert, ne? Weil jetzt ist mir egal. Ich krieg eh gleich wieder genug Herzen und den Treffer habe ich jetzt eh kassiert. Also schlimmer wird es ja nicht. Dann ist es mir egal. Wenn der erste Treffer da ist, ist der Rest egal. Aber, so nervig. Moment, die Plazenta. Immerhin die Plazenta ist doch auch was wert. Trotzdem alles dumm. Okay, wir haben noch einen Raum, den gucken wir uns noch an. Ich meine, ich hätte ja Bomben. Wenn wir jetzt irgendwo blaue Steine finden würden, wäre es ja cool. Zum Beispiel da. Nehme ich auch. Nehme ich definitiv auch mit. Nehme ich definitiv auch mit. Gut, dass wir hochgelaufen sind. Jo, hier ist noch richtig viel Raum. Ach, wir waren auch noch gar nicht im Shop. Stimmt, aber da gehen wir nicht rein. Mit 6 Münzen gehen wir nicht in den Shop. Wobei, nee, ich habe, mit 6 Münzen gehen wir nicht in den Shop. Ist witzig, ich habe nicht meine Karte für den Shop. Okay. Ich teste kurz, ob Jera das war, was ich dachte. Ja, war die Verdopplung. Dann nehmen wir einmal das Stars mit, weil wir im Moment keinen Schlüssel haben. Sollte ich keinen Schlüssel auf der nächsten Ebene bekommen, dass wir in den Itemraum reinkommen. Das wäre schön. Das wäre wünschenswert. Ansonsten wäre das Stars natürlich auch schon ein Item, um vor Marm zu flüchten. Bin ich auch ganz ehrlich. Da werde ich jetzt meine Bomben nicht opfern, sondern mich wirklich in den Raum. Oh, moin. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass der mich jetzt trifft. Das war ja frech. Och nee, jetzt krieg ich das Bombe wieder. Wird rerollt. Wird gleich rerollt. Aber der Treffer war schon wieder so dumm. Ich hätte echt gedacht, der geht drauf vorher. Ich habe das nicht gut abgeschätzt. Okay, ich muss mich an das blaue... Ich muss mich an das weiße Herz gleich erinnern. Auch kein geiles Item, aber was sonst. Bevor Müll kommt, nehmen wir das mit. Also mehr Müll.
Will nur mal kurz... Diesmal spiele ich wirklich keine Hard Mode, ne? Nee. Würde man ja sehen an dem Symbol. Bin ich wohl gerade einfach nur schlecht. Range down. Ach, Spiel. Weil diesmal, ich will ja auch Beast besiegen, also ich sollte schon recht OP dahin kommen. Sonst wird's kritisch mit Beast besiegen. Aber ja, wir müssen auf jeder Ebene auf jeden Fall immer den Geheimraum finden. Das ist ganz wichtig, aber hier sitzt auch kein spannender Stein. Oh. Mag euch nicht, weißt du, wisst ihr das? Ich mag euch überhaupt nicht. Oh, dankeschön. Mach einen Abflug, Junge. Hier, da ist der Boss. Wir haben leider kein blaues Herz bisher gefunden, aber wir müssen den anderen Geheimraum noch suchen. Den werde ich auf jeden Fall noch vorher suchen. Ich meine, wir sind eh schon nur noch bei 36%, aber es muss ja nicht noch weiter runtergehen. Ach, Mann, ey. Da ist der andere Geheimraum. Oh, toll. Die Batterie nützt mir herzlich wenig. Oh, das war's dann jetzt auch in der Runde. Wie ist denn das jetzt? Ich wurde doch eh schon getroffen, ne? Dann kann ich doch eigentlich komplett free, Gottes Willen, in den Stachelraum reingehen, ohne dass mir nochmal was abgezogen wird. Ja. Okay. Das erleichtert mir jetzt allerdings den Bosskampf rückwirkend betrachtet. Dann war es ja mal ausnahmsweise eine richtige Entscheidung, die ich getroffen habe heute. Oh, da ist noch offen, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Jetzt schon ein Gewinn. Also sollte das Boss-Item scheiße sein, wir haben ganz viele Möglichkeiten zu rerollen. Sehr gut. Dreimal Puberty ist einmal Adult. Und dann gibt es ein HP ab. Wenn ich es jetzt mittlerweile mal richtig verstanden habe. Habe ich auch immer falsch verstanden, aber so ist es. So ist es. Gibt es hier ein 7er-Item? Kein 7er-Item. Na gut, dann gehen wir einfach. Man muss es ja nicht immer übertreiben, ne? So, Bossfight. Lego. Oh, der Kollege, okay. Den sollte ich doch jetzt schaffen, ohne meine blauen Herzen zu verlieren. Also ganz ehrlich. Bruder. Mach die Scheiße da weg. Ani. Ich meine, wir sind eh nur bei 36%, aber es könnte halt passieren. Es könnte halt passieren. Fuck. Gleich war es das mit dem blauen Herzen. Jo. Aber das ist halt jetzt zum Beispiel kein so nerviger Boss wie der Kackhaufen. Weiß nicht.
Oh, tschüss. Reicht noch nicht. Sheesh. Naja, zwar, es war leider zu erwarten, dass es nicht passiert. Get out of jail free card. Zweimal. Einmal Two of Hearts. Einmal The Fool. Justice. Justice. Die macht im Prinzip alle Türen auf, ne? Grundsätzlich wäre natürlich Two of Hearts besser, aber Two of Hearts würde ich jetzt hier einfach mal liegen lassen. Für später, wenn wir wiederkommen. In der Hoffnung, dass das so funktioniert. Und nehme jetzt mal die Get Out of Jail Free Card mit. Und jetzt hole ich mir noch das weiße Herz. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Muss nur 3 Millionen Kilometer laufen. Und leider sind meine blauen Herzen halt schon wieder alle weg. Also es ist ärgerlich, dass sie alle aufgebraucht worden sind, aber es ist okay. Ich bezeichne es mal so, es ist okay. Und ich meine, jetzt schon The Fool mitnehmen und dann keine andere Karte mehr nutzen wollen, ist halt Schwachsinn. So, ich kann ja problemlos mir in Devs 2 Fool holen. Also das geht ja in Ordnung. Jetzt nehmen wir erstmal die Get Out of Jail Free Card mit. Wer weiß, wofür sie nützlich ist. Ich... Der erste Raum und ich werde direkt getroffen. Und schon ist meine Laune wieder am Boden. Großartig. Oh, wir haben bisher noch kein Trinket, was wir gelegt haben, fällt mir gerade ein und auf. Ach komm! Oh, ich dachte, da gibt was. Ja, wir haben noch kein Trinket gelegt, wir müssen noch ein Trinket bekommen und legen. Sonst nützt natürlich alles nichts, wenn wir nicht an den Schlüssel rankommen. Ich meine, Dings besiegen ist auch ein Ziel. Nein! Oh, ich dachte schon. Dings besiegen ist auch ein Ziel. Ne, hier, Beast besiegen ist auch ein Ziel, klar. Aber ich will natürlich auch den Tainted Isaac haben. So, kann ich jetzt mit der Get Out of Jail Free Card den Kram hier öffnen? Yes. Gib mir das. Oha. Da haben wir jetzt nämlich schon mal ein Trinket. Das war schon mal gut. Trinket legen wir dann im Itemraum ab. Und ich weiß, ich hätte es rerollen können, aber es ging mir tatsächlich darum, dass da ja gerne mal Trinkets rauskommen bei der Box. Deswegen habe ich die genommen. Sonst hätte ich es rerollen können. Es ist mir bewusst. Okay, es ist mir bewusst. Aua. Können wir bitte jetzt nicht jetzt schon wieder die blauen Herzen verlieren? Ich hätte die, würde die gerne noch ein bisschen behalten. So viel dazu. So viel dazu. Ja, jetzt ist auch egal. Es ist so frustrierend, wie schlecht man spielt manchmal einfach. Aber was soll's. Was willst du machen? Was willst du machen? Was willst du machen? So.
Jetzt Itemraum finden. Oha. Da muss ich rein. Da muss ich rein. Oha, noch ein Trinket. Das war dumm. Macht aber nichts. Ich meine, ich werde eh regeneriert. So, Rotherzschaden sind egal, wenn man sie schon mal bekommen hat. Es geht ja eher darum, sie gar nicht zu bekommen. Das ist ja das Ding. Meine Rotherzschaden verhindert haben wir jetzt schon nicht mehr. Okay, den hole ich mir vor dem Boss. Es war schon wieder dumm, dass ich das bisher andersrum gemacht habe, ne? Dass ich erst... dass ich gleich die blauen Herzen eingesammelt habe. Ich hätte sie erst beim Boss einsammeln sollen. Weil Rotherzschaden habe ich schon kassiert. Solche Strategien fallen mir immer dann ein, wenn es zu spät ist, weißt du? Das ist halt einfach dumm. Es ist halt einfach dumm. So. Da haben wir noch einen Schlüssel bekommen. Geld und Schlüssel bekommen, passt. So. Itemraum haben wir noch nicht gefunden. Hier ist der Stachelraum. Da können wir jetzt aber auch reingehen diesmal. Ne, das ist die gleiche Situation wie vorhin. Wir haben eh schon Rotherzschaden. Dann kann ich auch einfach den Stachelraum besuchen. So, juckt. Juckt einfach vollkommen. Okay, aber das muss ich jetzt natürlich jetzt mitnehmen, weil ich komme sonst nicht mehr hier raus. Also ich gehe sonst hier ja nicht mehr raus. Also das eine halbe nehme ich jetzt natürlich schon mit. In der Hoffnung, dass ich es nicht wieder verliere, aber naja. Och, und jetzt kommen hier noch so riesige Räume. Schaut euch die Karte an. Ist das nichts Erleben? Nein. Ach, geh heim. Aber so viel zu dem, was ich meinte, mit ich werde es wieder verlieren. Deswegen sammle ich das Item jetzt erst vom Boss ein. Also. Das blaue Herz. Scheiße labern mit Conan. Edition 88. Noch ein Trinket. Das ist allerdings ein Trinket, was ich, glaube ich, mitnehmen würde am Ende sogar. Würde ich erstmal mitnehmen. Ja, dann kann ich es auch jetzt erstmal mitnehmen. Und dann... Ah, es ist so dumm, dass man die ewig transportieren muss. Ach, scheiße. Es ist so dumm, dass man die ewig transportieren muss. Man nicht einfach und man nicht einfach mehrere Trinkets mittragen kann, so von wegen, hey, ich will das Trinket nur darüber bringen. Ich muss dann immer zurücklaufen, das Trinket holen, zurücklaufen, das Trinket holen. Weh, ihr trefft mich jetzt. Ich will rerollen können. Danke. So, was haben wir hier? Ah nein, ich wollte es noch nicht einsammeln. Mann! Jedes blaue Herz verschwindet jetzt wieder. Ich raste aus. Lasst mir mein blaues Herz. Ich weiß, dass es dumm war, es jetzt eingesammelt zu haben. Ich weiß, dass es dumm war. Ich wollte es nicht. Bitte lasst mir mein blaues Herz. Da habe ich nämlich schon zwei für den Boss. So, jetzt können wir rerollen gehen. Ich spring so im Dreieck. Ich spring so im Dreieck. Gut, das nehme ich mit. So, da ist der Boss. Da ist der Sporenschuss. Sehr schön. Mach den. Blaues Herz hat sich fast schon wieder verabschiedet, aber nicht ganz. Deswegen gehen wir jetzt noch die anderen Räume ab. Dass wir alles abgeklärt haben. Oha.
Ach man, der Spornschuss verfehlt immer. Jetzt! Und verbreite dich! Jawohl! Nice! Sehr, sehr gut. Guter Virus. Ja, ist schon ein cooles Item. Ist schon ein cooles Item, der Spornschuss. Kann man nichts anderes sagen. Nice! Mehr blaue Herzen, das war das Ziel. Deswegen bin ich hier auch als erstes rein, weil ich dachte, so vielleicht kommt ja noch was. Und es kam noch was. Sehr schön! Ich bin zufrieden. Wir gehen zum Geheimraum zurück, wo das andere blaue Herz war. Hier nämlich. So. Mit 3,5 Herzen wird es doch jetzt wohl funktionieren. 46% ist eine recht hohe Wahrscheinlichkeit. Könnte klappen. Könnte klappen. Drückte mir die Däumchen. Oh nee, nicht der Typ. Oh, ich sehe da was. Aber das macht er selber kaputt. Das macht er selber kaputt. Da muss ich ihm gar nicht... Hier, geh... Nein, nicht... Nicht so. So war das nicht gemeint. Mach hier oben kaputt. Hier, geh hier hoch. Wieder. Hier sollst du kaputt machen. Den Stein da. Ey. Er verfehlt einfach konstant den Stein. Das ist doch... Danke. Ich wollte schon sagen, es ist doch absichtliche Provokation. Aua. So. Da haben wir jetzt mal einen Deal. Alle blauen Herzen aufgebraucht, aber was soll's. Gut. Ja. Trinket liegen lassen. Andere Trinkets holen. Dauert jetzt ein bisschen, tut mir leid. So viel Zeit muss sein. Kann leider nicht zwei auf einmal tragen. Aber eigentlich wird es ja reichen, ein Trinket hinzulegen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder? Und ja, die Entfernung zum Itemraum ist einfach genau das gleiche, deswegen ist es egal, wo ich hingehe. So, Java. Ich so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte ja... Oh. Ich hätte ja Jarrah für die blauen Herzen nehmen können. Ich bin so ein Idiot. Wie schon gesagt, mir fällt immer alles erst zu spät ein. Ich hätte ja Jarrah für die blauen Herzen... Mann! Warum denke ich an sowas nicht? Ey, das ist doch zum Kotzen. Es ist doch einfach zum Kotzen. Ja, Curse of the Lost bin ich. Einfach ich. Werde ich eh gleich wieder getroffen? Ja, komm mal klar. Doch, diesmal lasse ich euch liegen, blaue Herzen. Problem ist, jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, ich wär eh irgendwann getroffen worden, also das ist... Braucht man gar nicht drüber reden. Braucht man gar nicht drüber reden. Ganz ehrlich.
So, Steine gucken. Ich sehe nichts. Ja, super. Einer noch. Ja, scheiß drauf. Wird er eh regeneriert. Ich werde eh regeneriert. Ja, du machst Boomstone. Viel Spaß dabei. Ciao. Okay, erster Geheimbaum gefunden. Steine gucken. Nisch. Oh, okay. Auch hier wieder die Bestätigung. Wir können alles Mögliche machen. Es ist egal, wenn wir jetzt rote Herzen verlieren. Weil das Hauptproblem haben wir schon erlebt durch das rote Herzen. Oh mein Gott. Ja, weil, wie gesagt, das Hauptproblem haben wir schon erlebt. Okay, hier ist dann der Bossraum. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Ist dann einiges an Batterienkram. Wie viele hältst du aus? Was bist du denn? Shit. Da ist dann einiges an Batterienkram. Falls wir mehr rerollen wollen. Also wir können ganz viel rerollen. Ne? Wir müssen immer wieder durch den Raum durch. Das ist natürlich nicht so geil. Eieieiei. Starker Raum, können wir gleich reingehen. Braucht man nicht. Wenn da jetzt nicht Hierophant dabei ist oder so, dann... Oder Justice. Irgendwas Brauchbares, bitte. Ja, das Problem ist halt, ich will ja Jera weiter mitnehmen. Deswegen muss ich die Karten liegen lassen. Die andere Geheimraum gefunden. So, Steine gucken. Nope. Ach doch. Aber da habe ich noch nicht hingeguckt. Jetzt erst. Okay, lass mal liegen. Wäre ein Fall für Jera. Wenn wir nicht noch mehr irgendwo bekommen an lustigen blauen Steinen, dann wäre das jetzt ein Fall für Jera. Dann hätten wir 2,5 blaue Herzen. Bist du denn? Ace of Spades, Luck of the Dwarf. Okay, nehmen wir mal mit. Warum ist denn Nekropolis wieder so riesig heute? Asch. Okay. Gut, gut, gut. Auch das wäre ein Fall für Jera. Würde ich hier sogar sagen, wir gucken mal, ob noch schwarze Herzen dazukommen. Schade. Tun sie leider nicht. Dass der die erledigt. Oh, ja. Hä? Ach, ich habe ja Gips. Stimmt, ich habe noch. Wow. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Gipsy Dings gerade Bock hat, sich auszulösen.
hab's noch gar nicht erlebt, dass er sich sonst ausgelöst hat. Oder ich hab's einfach verpeilt. Aber stimmt, das habe ich ja auch die ganze Zeit. Wie oft ich schon getroffen wurde und ich habe es noch gar nicht bemerkt, dass ich es dabei habe. Das war ja mein erstes Item. Ich weiß, ich könnte das Fass, aber ich habe jetzt tatsächlich keinen Bock mehr auf das Fass. Echt nicht. Jetzt einfach endlich den scheiß Itemraum finden, das gibt's doch nicht. Furchtbarer Raum. Ah, und die werden nicht mal wieder normal. Das habe ich mir schon so gedacht. Aber Steine technisch ist hier nichts, ne? Nee. Okay, hier geht's noch weiter. Dann muss hier der Itemraum kommen. Okay, noch ein blaues Herz. Das Gute ist, wir haben jetzt mittlerweile so viele blaue Herzen an der Ebene rumfliegen, wir können uns fast komplett mit blauen Herzen füllen. Und jetzt hat das Spiel scheinbar eben auch realisiert, dass wir tatsächlich... Ja, dass wir hier Dings dabei haben. Sehr gut. Filigrane Feder, Angelic Spoils, was auch immer das bedeutet. Okay. Auch das rerollen wir doch gleich. Achso, kann ich so rerollen. Nee, das rerollen wir gleich nochmal. Nö. Nö. Das sammeln wir kurz ein. Dann generieren wir einen Buddy. Dann geht's wieder zurück. Ja, und jetzt darf ich halt die ganzen Batterien holen. Aber vorher besuchen wir den Shop offenbar. Finde ich auch gut. Können wir machen. Shoppy! Stopwatch! Dies... Dies. Jetzt haben wir eh keinen Raum mehr. Jetzt kann ich auch die blauen Herzen mitnehmen. Oha! Okay, das nehme ich aber ja wirklich jetzt gleich mit. Das vergesse ich sonst nur wieder. Ich kenne mich. Das vergesse ich sonst nur wieder. Und wir haben gleich so viele blaue Herzen um mich rum. Da ist dann alles okay. So. Jawa. Das Trinket verdoppelt sich gar nicht bei Jawa. Das ist ja auch interessant. Okay. Ich dachte, Trinkets verdoppeln sich auch. So, jetzt liegen nämlich sogar noch zusätzliche blaue Herzen hier in der Ebene. Das ist insane. Ey, ich muss jetzt so einen weiten Weg laufen, nur für die Scheiße. Oh mein Gott. Und vor allem, ich muss es dann zweimal machen. Weil wenn der Reroll wieder nichts Gescheites ist, kann ich wieder zurücklaufen. Das ist ja komplett dumm. Oh nee, dann muss ich wieder zurücklaufen, weil da der Boss ist. Ey, das nächste Item nehme ich einfach mit. Ich habe jetzt genug gerollt. Ey, ganz im Ernst. Das nächste Item nehme ich einfach mit. Egal, was es ist. Ja, komm. Du bist in Ordnung. Dich kenne ich nämlich noch überhaupt nicht. Aber es sah nicht verkehrt aus. Deswegen habe ich es mitgenommen. Ach komm, wisst ihr was?
Es ist so stressig, das immer wieder zurückzulegen und hin und... Oh mein Gott. Aber was soll's. Es war so klar, dass ich nochmal wo reinrenne. Soll ich jetzt nochmal zurückgehen und mir ein halbes blaues Herz... Nee, komm jetzt. Es war einfach klar. Es war einfach klar. So, kann der Turret irgendwas? Da rennt er einfach nur rum und macht nichts. Aua. Oh, cool. Aber ich finde echt interessant, dass das Gimpy so jetzt gemerkt hat in der Ebene, dass es ja auch noch da ist. Die ganze Zeit über hat es das nicht realisiert. Jetzt hat er es realisiert, dass er auch noch da ist. Liegt es irgendwie am Luck ab, dass es so... Also geht es mit Luck zusammen? Je mehr Luck man hat, umso öfter löst sich Gimpy aus. Aber dann gäbe es Sinn, weil ich Luck ab jetzt erst eingesetzt habe vorhin. Na, das kann schon sein. Dass das so einen Zusammenhang gibt. Dann will ich nichts gesagt haben. So, 9% Engelchance, was meint ihr? Haben wir Glück? Haben wir Glück? Und? Natürlich nicht. Aber also, es war auch klar, ja, ganz ehrlich. Es wäre jetzt schon komisch gewesen, wenn wir da so viel Glück gehabt hätten. So. Gut, wir haben genug Bomben. Wir werden auf jeden Fall eine The Fools-Karte bekommen. Alles gut. Wir dürfen jetzt nur nicht Curse of the Dings bekommen. Und dann noch das Pech haben, dass wir dadurch hier, weißt du schon. Oh, die machen Brimstone. Das wollen wir nicht sehen. Nice. Ich finde das cool, wie die. Ich finde das cool, wie sich das einfach ausbreitet, dieses Virus. Das hat richtig Style. Das hat richtig Style. Halt, war da schon ein Totenkopf? Da auch nicht. Hier ist ein Geheimraum. Ah, hier sind die Viecher drin. Wenn ich jetzt nichts mache, geht die Tür von selbst auf, ne? Irgendwann. Ah, es dauert ziemlich lange, bis das passiert. Aha! Tatsache. Cool. Ich wollte es mal testen, weil das gerade ein Raum war, in dem man es sehr gut testen konnte. Also ich hatte jetzt keine Licht... Ich hatte jetzt nicht irgendwie Schiss vor dem Raum. Ich wollte es einfach mal testen. Bevor jetzt irgendwie sonst was denkt. So. An sich ist es ein okayes Item, aber es geht halt auch besser. Das können wir mal kurz einsammeln und dann wieder weglegen. Ganz schnell. Ja, wer weiß, was das Item macht, weiß, warum ich es wieder weggelegt habe. Da haben wir keinen... Oh mein Gott. Sehr gut. Da gehen wir rein. Ja. Kann ich mitleben. Gibt Schlimmeres. Oh, der schießt nach oben. Damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße. Oh, da ist wieder mein Luck ab. Sehr gut. Dachte, die schießen das seitlich, aber dem war nicht so. Ich habe ja schon mal gefragt, ne? Also ich hoffe nicht, dass irgendwann so ein Totenkopf des X hat, der in der Mitte ist, wo ich nicht rankomme. Das wäre schon ziemlich scheiße. Das wäre schon ziemlich scheiße. Okay, hier ist Boss. Nicht reinlaufen.
Ganz wichtig, Information an mich. Nicht jetzt nach links gehen, ganz schnell wieder nach rechts und raus hier. Ganz schnell nach rechts und raus hier. Wir müssen den Totenkopf noch finden. Okay, das Interessante ist auch, der Raum bleibt geklärt. Sind die Gegner dann jetzt auch? Ah, die Gegner sind dann tatsächlich auch weg. Das ist noch interessanter. Das ist noch interessanter, okay. Ah, ich lasse mir mein Geld. Ich brauche mein Geld noch. Also eigentlich nicht, aber... eigentlich schon. Ah, da ist er. Okay. Da ist er. Jetzt nicht die Karte einsetzen. Jetzt nicht die Karte einsetzen. Jetzt nicht die Karte einsetzen. Jetzt nicht die Karte einsetzen, nicht die Karte einsetzen, nicht die Karte einsetzen, nicht die Karte einsetzen. So, wir legen die Karte hier ab. Wenn ich da nachher vorbeilaufe, dann springe ich im Dreieck. Also, so blöd werde ich nicht sein, oder? So blöd werde ich ja wohl hoffentlich nicht sein. Okay. Ich bin zufrieden. Einen Aufladung brauchen wir noch. Dann könnten wir uns nochmal eine Batterie im Shop kaufen. Also wir können auch zweimal rerollen. Okay, wir können auch öfter rerollen, weil es noch mehr Räume gibt. Ich habe nichts gesagt. So, aber jetzt können wir erstmal rerollen wieder. Oh, es ist so ein Hin und Her gelaufen mit Isaac. Es ist furchtbar. Gib mir jetzt ein vernünftiges Item. Okay, cool, 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 cool. Ich sehe da was. Aha. Aha. Jo, jetzt wird's aber hier. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt hätte ich rückwirkend natürlich dann doch das Monster Manual mitnehmen können, ne? Oha, 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 oha. Weil der Raum gibt jetzt, glaube ich, zwei Aufladungen, ne? Ja. The Sun, lol. Okay, The Sun müssen wir mitnehmen. Lege ich dann vor die Tür. Okay, wir haben noch einen Raum danach, das ist gut. Blaue Herzen. Jetzt ist es nur, vorhin war es, oh, ich brauche unbedingt blaue Herzen. Es ist schon... ich kann mich einfach nicht entscheiden, ne? Es ist insane. Nice, 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 nice. Okay, jetzt kriegen wir... jetzt werden wir mit blauen Herzen zugeschissen. Pretty fly. Pretty fly. Pretty fly. Pretty fly. Nice. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Nein, ich brauche noch Geld für den... oh mein Gott. Gerade bei 5 Münzen merke ich's. Oh mein Gott, ich bin so lost. Gerade bei 5 Münzen merke ich es. Ich brauche ja noch Geld für... so, hier erstmal das Sun ablegen. Ich brauche ja noch Geld für die Batterie hier. Weil ich habe es jetzt leider nicht geschafft, mit Räumen die Batterie aufzuladen.
Also muss ich sie mir jetzt kaufen. Letzter Reroll. Letzter Reroll. Ist dreckig. Ach ja. Na, nehmen wir es halt mit. Nicht, was ich gewollt hätte, aber gut. So, jetzt müssen wir Marm kämpfen, bekämpfen. Wird jetzt nicht der einfachste Kampf, weil wir nicht so gut ausgerüstet sind. Aber es ist okay, wir kriegen es ja. Moin. Dauert halt nur ein bisschen. Ach Mensch. Ich meine, wir haben 75% Angel-Chance. Vielleicht kriegen wir zumindest den. Das wäre schön. Ja, so nicht. So ist gut, so ist gut. Schön treffen lassen, Mom. Schön treffen lassen. So ist gut. Ah, tschüss. Gleich dann zumindest. Jetzt tschüss. Engelraum, it in. Ich sollte es it in nicht sagen, ich weiß, es ist so ein blöder Spruch. Oha. May you get what you came for. Was ist das denn? Okay. Was immer es ist, the fool. The sun. Und dann Abflug, ne? Nee, wir können jetzt noch den Stachelraum betreten. Jetzt ist ja wurscht. Jetzt ist ja wurscht. Naja. Und jetzt holen wir uns die blauen Herzen wieder. Liegen ja genug in der Ebene noch rum. Ach so. Vielleicht machen wir das erstmal kurz auf. Bevor ich noch irgendwas verpeile und aus irgendeinem Grund das Polaroid plötzlich verschwindet, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber bei dem Spiel weiß man ja nie. So, jetzt schön durch Gehenna oder wo auch immer durchkommen und eine Runde freuen, vielleicht, hoffentlich. Mehr kann ich nicht tun, ne? Der Challenge-Raum ist ja zu, ja. Ja, that's it. That's it. Oh. Oh. Das ist Stairway to Hell. Okay, wo geht's da hin? In den... In den Engelraum. Wo man mit Geld Sachen kaufen kann. Aber ich habe nicht genug Geld. Aber das Schild will ich haben. Okay, das Schild kostet 15. Okay, wir kommen wieder. Oh. Okay, wir haben gelernt, was das Ding macht. Ich wusste es nicht. Sonst hätte ich Geld gespart. Okay, ich konnte nicht Geld sparen, weil ich ja nicht wusste, dass ich das bekomme. Hm. Ja, okay. Okay, das verschwindet wieder. Schade. Das heißt, wenn man das Ding sammelt, sollte man wirklich schauen, dass man mit viel Geld in die nächste Ebene reingeht. Okay, cool. Aber ist cool, das zu wissen, dass es das Ding gibt. Ist sehr cool, das zu wissen. Aua. Was ich mich jetzt an der Stelle nur frage, ist, ob das der gleiche Engelraum... Achso, wir kriegen hier keinen Bosskampf mehr. Ja, hat sich erledigt, die Frage. Nein, du musst weg.
So, und da hat sich mein Gippi wieder... Merkt ihr, wie nützlich... Jo, ich wollte es gerade sagen. Merkt ihr, wie nützlich einfach Gippi ist? Oder Gypsy, oder wie das Viech heißt. Wie scheiße nützlich dieses Ding einfach ist. So, das regelt einfach. Das regelt einfach komplett. Ich wurde jetzt so oft getroffen und jedes Mal hat es ein blaues Herz gespawnt. Und hätte es nicht gespawnt... Naja, also Rerollen nützt jetzt auch nichts, wenn da eh ein Fragezeichen-Item ist. Dann nehmen wir das Fragezeichen-Item mit. Was kann schon schief gehen? Okay, das ist die Wolke. Das ist okay. Nicht das schlimmste Item, kann man mitnehmen. Hätte ich jetzt auch mitgenommen, wenn ich es rerollt hätte, ne? Also. Das ist jetzt kein Item, zu dem ich... Ich kann nicht schießen, hä? Oh, okay. Ich kann nicht schießen, wenn ich in ihrem Bereich... Ich kann nicht schießen, wenn ich in dem ihren Bereich war. Good to know. Good to know. Na, jetzt kriege ich hier Geld. Vorhin hätte ich es gebraucht. Dummes Spiel. Ach so, ich kann ja das Sun gar nicht... Ich kann ja auch Tour of Hearts gar nicht mitnehmen, die ich mir bereitgelegt habe. Ich muss ja den Cracked Key mitnehmen, kommt mir gerade. Ich meine, ich kann es jetzt noch nutzen. So sollte es knapp werden mit Herzen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich total... Ich kann es gar nicht mitnehmen. Ärgerlich. Wir sind aber leider auch nicht wirklich OP. Sodass ich sagen kann, mit der Ausrüstung, die ich jetzt habe, trete ich gegen Dogma sehr gerne an. Wird kritisch. Wird kritisch. Wird kritisch. Oh nee. Oh Gott, zum Glück geht hier der Stachel runter. Ich wollte nicht wieder zurück den Weg. Oh, hier geht's nicht weiter. Das ist ja blöd gelaufen. Ich meine, wir haben coole Items. Ich will gar nicht sagen, dass wir nicht coole Items haben, aber... Ja, wir sind recht, zum Glück sind wir herzenstechnisch gut beladen. Ich hoffe, dass es so bleibt. Weil wir müssen halt jetzt durch die ganzen krassen Ebenen durchlaufen. Das kann natürlich kritisch werden. Das kann natürlich sehr kritisch werden. Okay, Shop. Diese Drecksviecher, die dann wieder mit Brimstone loszischen, sind auch echt kritisch. Mach dich weg jetzt. Na, geh halt kaputt. Mein Gott, ey. Okay, hier wäre eh nichts Brauchbares drin. Ah, nee. Okay, hier ist dann Ende. Haben wir irgendwas davon schon mal gehabt? Ja. Nein. Na gut, komm. Was soll's? Ja, larger ist eigentlich nicht, was ich will. HP down war dabei. Ah. Warum tue ich's überhaupt? Liegt irgendwo noch was rum? Ja, wir haben noch nicht alle Räume gesehen, aber ich gehe jetzt da nicht nochmal durch. Das war's. Das war's. So. Keine Ahnung, was die Feder macht. Jetzt wird sie jedenfalls zum Cracked Key. Dann haben wir schon mal einen zur Sicherheit am Start.
Was passiert eigentlich, wenn man das Ding rerollt? Ich meine, ich werde es nicht rerollen, aber was passiert eigentlich, wenn? How can you have spent our savings? Oh Gott. Na, geh halt rüber. So. Hilfe! Da geht's nämlich schon wieder los. Mach dich weg jetzt. Shish. Cool. Komm, blaue Herzen. Jetzt gibt's wieder den Stairway. Jetzt gibt's... Okay, es gibt jetzt in jeder Runde nochmal den Stairway. Ich habe 16 Münzen, dann müsste ich mir doch jetzt was kaufen können. Jetzt gibt's nur Müll. Weißt du? Jetzt gibt's nur Müll. Oh, den Kollegen habe ich gar nicht gesehen. Ja komm, du kannst mir was geben. Komm, dann kaufen wir die blauen Herzen. Dann ist auch in Ordnung. Dann ist auch okay. So, wo geht's da hin? Einen normalen Raum. Es gibt scheinbar auch die Möglichkeit, dass man da in coole Räume kommen kann, aber ich glaube, ich sollte es nicht riskieren, ne? Ich glaube, ich sollte es gerade auf dem Rückweg überhaupt nicht riskieren, da irgendwelche Räume auszuprobieren. Wenn ich das so sehe, ist das keine gute Idee. Wenn ich das so sehe, ist das überhaupt keine gute Idee, das zu machen. Aber da ich jetzt eh den Crack Key eingesetzt habe, kann ich jetzt auch nochmal die Sun mitnehmen. Ich weiß nicht, welches die letzte Ebene ist, wo ich noch einen Crack Key bekomme. Deswegen, ich werde den nächsten Crack Key nicht mehr versehentlich einsetzen. So viel ist schon mal sicher. So, das Ding ist aber jetzt, wenn ich das verstehe, bekomme ich jetzt in jedem Start... Achso, im Startraum bekomme ich die Leiter. Das heißt, wenn ich Geld sammle auf dem Weg dorthin... Okay, das ist ja cool. Ja. Also hier bekomme ich jetzt nicht die Leiter, sondern im Startraum. Das heißt, wenn wir Geld sammeln bis dorthin, kriegen wir jetzt jedes Mal ein Engel-Item. Also theoretisch. Dann kann natürlich sowas Dämliches sein wie die Scroll gerade, die mir nicht wirklich was nützt. Aber lustig wäre es ja schon. Red Patch. Jetzt können wir ja Twinkets wieder mitnehmen. Juckt jetzt ja nicht. Oh, der frisst Münzen, ne? Der Fingerbone. Ich weiß gar nicht mehr, was der macht. Ah, wir nehmen Red Patch weiter mit. Da habe ich auch keins liegen lassen. Okay. Yikes. Okay, die waren zum Glück schnell dezimiert hier. Sehr gut. So muss das. Ja, es war klar. Was hätte es gegeben? Ah nein, ich... Okay, der ist immer da, der Bettler. Das ist nicht gut. Ich laufe dann jedes Mal in den Rhein. Was passiert, wenn ich den sprenge? Kriege ich dann Geld? Cool. Ich kann die Items rerollen, aber ich krieg sie eh nicht. Ah, man. Ah, man, das ist doch dumm. Okay, dann versuchen wir aber jetzt noch kurz hier blaue Herzen zu holen. Eins. Yes, okay, wir sind wieder voll. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Aber ich verstehe das Konzept, also es wäre gut, Münzen zu sammeln und vor allem nicht, wenn wir da reinlaufen, nach rechts zu gehen. Weil da ist der Bettler. Das ist ein bisschen kritisch, dass der Bettler da kommt. Aber ist in Ordnung. So. Ab nach oben. Wo haben wir noch einen Crack Key? Ich habe gerade ein bisschen Bedenken. Aber wir haben irgendwann wieder einen Crack Key liegen lassen. Irgendwann haben wir ein paar
Ich glaube sogar ein paar Quack-Keys haben wir irgendwo liegen lassen. Wir werden es ausfinden. Ach ja, irgendwo habe ich doch 6 Stück sogar rumfliegen, weil ich da den Dings eingesetzt habe, die hier, weißt du schon. Die Jera-Rune. Da habe ich doch ganz viele Crack-Keys drin rumfliegen. Junge, wie viele! Jetzt hat er den noch befreit. In Ordnung. Ach, das ist noch so. Oh mein Gott, noch so ein Viech. Hasse euch. Oh. Erst den da, der geht am schnellsten. Jawohl. Und dann den Kollegen hier. Aber der macht auch keinen Ärger. Sehr schön. Wop. Das finde ich besser. Das nehmen wir mit. Ah, nein. Zu bald. Zu bald. Ich muss noch in den Itemraum, ne? Liegt da nicht ein Patch? Ah, siehst du? Ja, dann trennt sich jetzt hier unsere Wege des Sun. Sorry. Sorry, not sorry. Dann kann ich das dann eigentlich auch vorher einsetzen. Würde man dann hier jetzt auch die volle Map, also hier auch sehen? So, like. Nein! Das Sun nützt nicht mal was in dem Rückweg. Also es würde wahrscheinlich die Herzen regenerieren, aber ansonsten eben nichts weiter machen. Krass. Okay. Good to know. Good to know. Genau, hier liegen jetzt mehrere Cracked Keys rum. Aber gar nicht mal so viele, wie ich dachte. Oh, da ist der Emperor. Dann haben wir noch irgendwo mal nochmal mehr Cracked Keys liegen lassen, wahrscheinlich. Ach, oder Jera hat ja bei den Trinkets gar nicht funktioniert, ne? Das heißt, das ist das Ding, wo ich die Trinkets habe. Ja, ja, das ist das Ding. Mit den mehreren Trinkets. Uiuiuiuiuiui. Es wäre jetzt wirklich gut, wenn wir die blauen Herzen behalten könnten. Das wäre wirklich gut. Weil die brauche ich bei dem Kampf gegen Dogma auf jeden Fall. Oh Gott. Ich bin absolut nicht genug ausgerüstet für die Geschichte. Du holst dir das Geld nicht. Ich brauche das im Moment selbst, Kollege. Oh nee, der macht wieder so Scheiße. Muss erstmal die Viecher am Rand loswerden, sonst wird es hier kritisch. So, okay, jetzt. Jetzt gehen wir einfach schön außen rum und dann sollte das passen. Ja, komm, geh drauf. Nicht treffen lassen. Yikes. Der hält so viel aus und dann macht er so eine K. Mein Gott, das war knapp. Dann macht er so eine Kacke. Alles klar. Nein, jetzt hat er sich Geld geschnappt. Du Frechdachs. Wenn allerdings jetzt hier Geld droppt, könnte er sich schnappen. Ja, komm, das kannst du dir holen. Kannst mir vielleicht noch was Cooles dafür geben. Na, Geld, wo er nicht rankommt. Quatsch, wo ich nicht rankomme, kann er sich gerne nehmen. Da habe ich gar nichts dagegen. 9 Münzen. Wir gucken mal. Ja, es ist ein HP-Up. Es ist ein HP-Up. Das würde ich mir tatsächlich gönnen. Das würde ich mir tatsächlich einmal gerade gönnen. In der Runde. Dann sind wir wieder komplett voll. Ah, hier haben wir jetzt noch die Get Out of Jail Karte und die Tour of Hearts und die The Fool. Lol, mit The Fool käme ich halt sofort in den Startraum, aber kann dann Crack Dings nicht mitnehmen. Das ist natürlich auch scheiße. Okay.
Oh, man müsste auch mal testen. Haben wir die Pille schon mal gehabt? Kennen wir die? Nein. Ja, cool. Das, ja, zu spät. Aber jetzt weiß ich, welches ist. Cool. Was ich gerade sagen wollte. Man müsste auch mal testen, ob im Startraum, der Startraum ist doch auch immer gleich, ob da auch das Gleiche passiert, ob das nur im Itemraum, mein Geld, ob das nur im Itemraum oder im anderen passiert. Ihr wisst, was ich meine. Im Bossraum. Weil der, wie gesagt, der Startraum ist ja auch so, da kommt man ja auch immer wieder hin. Oh shit, oh shit, oh shit, böse, 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 böser Raum, böser Raum, böser Raum. Mit dem Viech in der Mitte, ganz böser Raum. Okay, cool. Das lief doch in Ordnung. Hier, da war nichts weiter. Oh, der Raum ist nutzlos. Hoffentlich gibt er mir wenigstens Geld. Und ich krieg keinen Abzug. Bitte keinen Abzug in dem Raum. Okay, der Raum war einfach nutzlos. Zum Glück keinen Verlust gemacht. Okay, wir gehen hoch. Ja, diesmal ist hier nichts brauchbar. Ich meine, ich könnte jetzt wieder gucken, was er mir so gibt. Aber wahrscheinlich brauche ich jetzt mein Geld. Ja. Den brauche ich jetzt, den Kompass. Den brauche ich jetzt ganz dringend. Vor allem mit Home brauche ich den. Nein, ich hätte Rerollen. Ich hätte Rerollen können. Ich bin so ein Pfosten. Ich bin so ein Pfosten. Da habe ich den scheiß Würfel dabei und Reroll die Kacke nicht. Ich bin so ein Pfosten. Ich hätte schon den Bamfriend da Rerollen können. Man kann es sich nicht ausdenken, ne? Man kann es sich einfach nicht ausdenken, was ich für eine Scheiße fabriziere manchmal. Was? Gehen die zurück oder was machen? Ah, die teilen sich am Rand auf, die Dinger. An der Wand. Was ist das denn? Das habe ich nicht gewusst. Alter! Der rasiert mich ja völlig. Der hat mich ja völlig rasiert, der Kollege. Holy shit. Ey, ich hätte zweimal rerollen können. Ich bin so salty gerade schon wieder, ne? Aber das ist jetzt halt wieder meine eigene Blödheit. Oh, Mann. Ich hätte zweimal gute Items bekommen. Ach, das darf nicht wahr sein. Scheiße. Also im Ernst, es ist doch kacke, was ich da fabriziert habe. Das ist doch richtig kacke. Oh Mann. Wieso denke ich, ich vergesse, ich mache so vieles falsch. Ich könnte die ganze Zeit einfach nur schreien, wie viel ich falsch mache. Gib mir Geld. Gib mir die Herzen, die brauche ich auch. Das ist kein Geld. Ah, wir haben immer noch die Plazenta, habe ich ganz vergessen. Da hat sie mich gerade wieder dran erinnert. Hey, ich bin auch noch da. Sie wollte sagen, nimm ruhig Maggie's Faith mit. Mehr Herzen bringen dir mehr wegen der Plazenta. Das wollte sie mir sagen, habe ich verstanden. Ist okay, mache ich. Mann, ich will Geld und keine Spinnen. Ja, das holt er sich jetzt ja, nice. Ah, super.
Ey, das war so dumm, dass ich das nicht Och, Mann. Ich könnte mich gerade echt ohrfeigen für die Kacke, die ich da fabriziert habe. Ich hätte den Bumpfund rerollen können. Ich hätte den Kompass rerollen können. Was habe ich stattdessen rerollt, als man noch nichts kaufen konnte, habe ich rerollt. Oh, ich bin so eine Pfoss. Ich bin so ein... Oha. Ich bin so ein Voll... Es ist... Ey. Wie kann man denn so ein Vollidiot sein? Ganz ehrlich. Da kann dieses Spiel ja wirklich überhaupt nichts dafür, für meine Fehlentscheidungen. Ach ja. Oh nein, nicht nochmal du. Ich bomb mich hier raus, aber sowas von bomb ich mich hier raus. Alter, das ist ja das schlimmste Viech überhaupt. Ja, cool. Immerhin kriege ich ein blaues Herz geschenkt. Kann die Feuer sprengen. Möglichst weit weg, nach Möglichkeit. Cool. Okay. Einen haben wir noch, ne? Einen haben wir noch. Es ist... Ich hab's... Ach Mann, ich könnte mich echt aufregen. Ich jetzt mein blaues Herz? Ja, ich, also mein weißes Herz, wollte ich sagen. Durch Maggies Face. Wenn ich jetzt das blaue nicht verliere, dann ist alles cool. Okay. Nicht treffen lassen. Alles ist gut. Wir haben es gleich durch den Raum geschafft. Alles ist gut. Sehr schön. Sehr schön. Yo, nein! Nein, 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 nein. Du! Hast dich ja schon gerade so ein bisschen, ne? Okay. Warte, das ist was anderes gewesen. Alter, der hat mir mein ganzes Geld geklaut. Es darf nicht wahr sein. Das ganze Geld. Da lag so viel Geld. Ich hätte auf jeden Fall was kaufen können mit dem Geld. Mit dem Geld hätte ich auf jeden Fall was kaufen können. Oh, ich hätte 3 Items jetzt haben können. Ich hätte jetzt 3 neue Items haben. Meine Fresse, ey. Also, wenn der Run schief läuft... Nee, nicht, also, der Run wird nicht schief laufen im Sinne, wir werden Tainted Isaac bekommen. So, Tainted Isaac... Hör auf damit jetzt. Wir werden Tainted Isaac bekommen, aber wir hätten halt vielleicht auch Beast... Ja, super, ich bin schon hier. Wir hätten halt auch Beast vielleicht... Nein! Gib mir Geld. Das ist kein Geld. Gib mir wenigstens noch ein blaues Herz, komm. Gib mir noch ein blaues Herz. Ja, dann halt nicht. Dann war's das. Wir kriegen immer Tainted Isaac. Was ist eigentlich? Kann ich das jetzt hier auch schon? Weil hier auch schon die Tür ist. Ich traue mich aber nicht. Ich würde es lieber erst machen, wenn ich da durch bin. Cool. So, das rerollen wir jetzt aber. Einmal denke ich dran noch. Okay, wir nehmen den Rasierer mit. Ach, es ist doch alles Kacke. Es ist doch alles Kacke. So, mach auf die Scheiße. Hi, Isaac.
Es ist alles Müll. Es ist alles Müll. Ich meine, ich hatte nichts zu verlieren. Ne? Ich hatte absolut nichts zu verlieren. Ups. Nein, 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 auf damit. Auf damit! Gut. Nein. Meines Ärgerliches ist, dass wir Gimpy jetzt verloren haben. Alter, wie soll man denn sowas denn ausweichen? Meine Fresse. Wir haben deutlich mehr Damage. Und mach deine Laserstrahlen. Mach nicht den Kreisel. Mach nicht den Kreisel. Ich hasse mich. So, mach dich weg. Okay. Okay. What now? Nein, nein, nein. Oh, oh, ich habe einen Holy Shield gehabt. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay, ciao. Ah, ich finde es immer so kritisch. Ich kann es immer... Ah, scheiße. Ich kann es immer nicht so gut abschätzen, wie ich was treffe. Aber wenn jetzt nochmal die Situation ungünstig aussehen sollte... Ah, scheiße. Muss aufpassen. Wenn die Situation jetzt nochmal... Na, mein Gott. Ungünstig aussehen sollte, dann werde ich einfach nochmal mich rerollen und hoffen, dass ich die Herzen zurückbekomme. Und das ist das Ding! So, jetzt noch er hier. Und dann kommt Beast. Nein, scheiße! Scheiße! Oh, hör auf, dich treffen zu lassen, Kollege. Das ist dumm, was du machst. Darf nicht wahr sein, dass ich mich da treffen lasse. Darf echt nicht wahr sein. Geh drauf. Geh drauf. Sei gnädig. Krieg ich meine Herzen zurück? Nein. Was habe ich denn jetzt? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Dachte, ich krieg meine Herzen zurück, aber das hat leider nicht funktioniert. Keine Ahnung, was der Lichtstrahl um mich rum macht. Ich hätte gern ein Herz. Null.
Alter, das war so knapp. Beast, mach bitte keine Scheiße. Okay. Was jetzt? Okay, wieder den Quatsch. Oh, es ist so knapp, was ich hier tue. Ich weiß halt nicht, was dieser Lichtstrahl um mich kann. Vielleicht könnte ich den irgendwie nutzen, aber keine Ahnung. Im Moment wird der komplett useless. Oh Gott. Ich dachte, ich krieg Herzen zurück. Wenn ich den D4 einsetze. Den Dings nochmal. Ah, scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Ja, gut, wir haben Tainted Isaac. Danke fürs Zuschauen und tschüss.